Abends Stream. Die Hackerethik sagt, dass ihr einen Hacker nicht an ihrem Geschlecht oder ihrer Aussehen oder so weiter aussehen soll. Und das nehmen wir sehr ernst auf dem CCC. Also dieser Talk geht in diese Richtung. Und auf dem ersten Camp haben wir angefangen zu sagen, okay, wir wollen unseren kulturellen Raum erweitern. Also wir wollen Künstler integrieren, politische Aktivisten, Leute, die unsere Hilfe brauchen. Also ist als kleiner unoffizielle Thema darum, das in Erinnerung zu bringen, dass die Hacker-Community spezielle Fähigkeiten und Talente hat und dass wir die Verantwortung haben, diese Talente weise zu benutzen. Also, wir sind weit gekommen damit, unsere Community zugänglicher zu machen, aber ein Grund, wo wir immer noch so ein bisschen hinterherhängen, ist, Frauen in unsere Community einzugliedern und hier willkommen zu fühlen und nicht abgestoßen von diesem ganzen Hacker-Zeug, um darüber zu lernen, wollen wir über Frauen in technologischen Feldern lernen, erzählen und darüber lernen, wie wir das verbessern können, Lösungen für Probleme zu finden, mit denen wir alle leben können. Also willkommen Fiona. Also vielen Dank für die Vorstellung, für den Talk Women in Tech. Ich bin sehr froh, dass ich hier darüber reden kann, über dieses für mich ziemlich wichtiges Thema. Es ist natürlich auch nicht so richtig gegeben, dass wir darüber reden können, weil seit letzter Zeit ist die öffentliche Diskussion ziemlich aufgehitzt aus allen möglichen Richtungen und da läuft eine Ameise in meinem Computer. Und in letzter Zeit habe ich oft gefühlt, dass die ganze Diskussion mit Konflikten bestimmt wird und so die Situation nicht verbessert wird. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier bin und mein Wissen, was ich in den letzten paar Jahren so angesammelt habe, hier teilen kann. Also ein paar Worte über mich. Ich bin in Technologie gekommen vor ein paar Jahren und war dann immer sehr stark dafür, für digitale digitale Kompetenz. Genau. Das Wissen über Technologie zugänglicher zu machen und eins von diesen Projekten war die Chaos-Mentoren, die darauf spezialisiert waren, Leute, die das erste Mal auf den Kongress kommen, einzuweisen und Leute auch dazu anzutreiben, zum Kongress zu kommen. Und meine Ergebnisse, die ich heute bringe, können auf diesen Erfahrungen basiert sein, auf diesen Austauschen und über Frauen in der Technologie. Ich kann auch darüber reden, über Frauen, die von Technologie abgekoppelt oder angekoppelt sind und tief in die wissenschaftlichen Ressourcen greifen, die über die Frauen in Technologie bestehen. Ich möchte euch darum bitten, dass wir viele binäre Erklärungen benutzen und Frauen sage, aber das ist nicht eine homogene Gruppe gemeint, sondern lass uns vom Smalltalk direkt reingehen in diese wirklich deutsche Erfahrungsmanagement-Tradition. Ich möchte über existierende Probleme reden, damit wir da drüber Wissen austauschen können, auch wie wir das zusammen lösen können als Gemeinschaft, denn ich denke, viele von uns haben wenigstens mit Technologie zu tun oder sind irgendwie Schlüsselfiguren in der Community und wollen darüber reden, wie wir zusammen diese Situation verändern können. Und wir wollen zu dritt darüber reden, warum wir uns darüber überhaupt Interesse haben sollten. Denn ich denke, das ist so ein Punkt, der in der Diskussion oft ausgelassen wird und der eigentlich sehr wichtig ist. Und
damit könnten wir mehr Leute aktivieren, mitzumachen. Und zuletzt möchte ich darüber reden, über existierende Sachen und wer damit dahinter steckt. Dann lass uns erstmal nach Null gehen. Keine Frauen in der Technologie. Was ist die Situation? Ich könnte euch ewig mit Statistiken langweilen, aber mit der Verteilung von Frauen in Computerwissenschaften und technischen Jobs und Startup-Companies, aber das möchte ich nicht machen, denn ich denke, alle von uns kennen das aus dem Everyday Life. Viele von uns gehören zu technischen Gemeinschaften und gehen zu Kongressen und Konferenzen. Und aus unserem Alltagsleben wissen wir, dass da wirklich wenig Frauen in der Technologie sind. Da gibt es Frauen. Und für manche ist auch ein sehr normales Ding. Aber meistens ist das keine Normalität. Da sind verschiedene Erklärungen dafür. Da möchte ich ein paar für erklären, zeigen. Schöne Erklärung, die ich auf dem Blog Planet Money Podcast gelesen habe, ist, dass es an einem bestimmten Punkt in der Wissenschaft der Anzahl der Frauen in Computerwissenschaften geschrumpft ist. Und das war in der Mitte der 80er und ihr wisst vielleicht, warum das ist. Und die Theorie ist recht interessant, dass mit der Verteilung des persönlichen Computers, des PCs in zu Hause, dass es ein Produkt wurde, das beworben wurde. Und ich möchte euch schön darum bitten, ein paar Apple-Spots anzusehen über Computer in Computern und wie Jimmy ein Astronaut werden kann, weil er einen Mac hat. Und das Produkt wurde halt aggressiv für Jungs vermarktet und der Computer wurde etwas Normales in Jungszimmern und das hat an einem sehr frühen Punkt eine Lücke erschaffen in der Erfahrung für Mädchen. Und wenn sie in die Schule kommen, würden sie schon viel weniger mit Computern zu tun gehabt haben als Jungs und damit würden die Mädchen dann in der Schule und später ja schon gar nicht mehr so gut damit mithalten können. Aber das ist nur eine Erklärung und bringt uns sehr schnell zum nächsten Teil der Herausforderungen. Ich habe diesen Report, warum sind da so wenig weibliche Computerwissenschaftler, von Alan Spertus in 1991 geschrieben. Und dieser Report wurde geschrieben von einem Computerwissenschaften-Team. Und sie hat sich das einfach gefragt, weil sie sich immer für Technologie interessiert hat und sich einfach nicht verstanden hat, warum sie einige von so wenigen Frauen sind, die Computer Science studieren. Und dieser Report ist sehr zugänglich, die auch vielleicht mit dieser Literatur noch nichts was zu tun gehabt haben. Es ist sehr einfach und findet gute Erklärungen, die in den letzten 30 Jahren dann weiter ausgeführt wurden. Es ist außerdem einfach frei runterzuladen aus dem Internet. Das erste, womit ich über euch reden möchte, sind Stereotypen. Stereotypen sind nicht immer super böse, sie sind auch sehr hilfreich für uns. Hilft uns, unsere Umgebungen zu kategorisieren und die Daten zu Bilder zu prozessieren, also zu verarbeiten, die es draußen gibt. Sachen, die wir sehen, Sachen, die wir anfassen wollen, womit wir weitermachen wollen. Aber Stereotypen muss man immer aufpassen, dass Stereotypen immer nie allein kommen. Sie gehen immer Hand in Hand mit ein paar Attributen, die wir mit Gruppen zusammenbringen. Und das ist immer abhängig vom kulturellen Kontext, in dem wir leben. Also Stereotypen und was wir damit zusammenbringen, ist immer konstruiert. Und wir schreiben Leuten nicht nur Sachen zu, wir erwarten dann auch von Leuten, die zu bestimmten Gruppen gehören, bestimmte Dinge. Zum Beispiel erwarten wir vielleicht von Mädchen, dass sie nicht gut mit Mathe sind. Zum Beispiel. Und diese Dinge sind ziemlich mächtig. Die können Leute sogar anders verhalten lassen.
Und das heißt Stereotyp-Bedrohung. Also, ihr hört vielleicht, kennt vielleicht den Term der selbsterfüllenden Prophezeiung, und das gibt es wirklich. Das gibt es auf, es basiert auf viel Forschung in der Sozialwissenschaften, dass Leute die Erwartungen, die in sie gesetzt werden, auch erfüllen. Und wenn ein Mädchen erzählt wird in ihrer ganzen Kindheit, dass Mädchen schlecht in Mathe sind, dann sind die Chancen ganz gut, dass sie tatsächlich gut sind, schlecht ist in Mathe. Und das ist dasselbe mit Menschen mit einer dunkleren Haarfarbe und Hautfarbe, wo dann gesagt wird, dass sie bestimmt Verbrecher werden würden, dann sind die Chancen tatsächlich groß, dass sie dann später Verbrechen begehen. Also die Stereotypen engen die Möglichkeiten anderer Leute ein, dann wird das Vorurteil und dann können sie auch nicht mehr so gut in einer Aufgabe erfüllen wegen diesem Stereotype-Threat. Es geht um Twitter-Tweets von Frauen. Frauen wurden sollten in einem Mathe-Test mitmachen. Es wurde ihnen vorher erzählt und sie und die dritte wollte nur und es war Erwartungen und abhängig von dem Geschlecht abhängig vom Geschlecht waren die Erwartungen völlig anders. Und das erinnern Leute, dass die Stereotypen sind, können einen sehr starken Effekt haben auf der tatsächliche Aufgabe. In unserem Kontext, es ist nicht nur diese Sorte von Stereotypen, die sehr stark sind, so kann ich programmieren, sind schlecht mit Mathe. Es gibt auch das Stereotyp von der Programmierer, der einen Mann ist. Zweite Problem, um das zu erweitern. Stereotypen, jeder hat die und die sind sehr stark. Und die sind abhängig von, wie wir einander sehen, beeinflussen. Und das Zweite ist, ein Ding, wo ich selber sehr stark gesehen habe bei den verschiedenen Leuten, sind die sich selbst vertrauen. Frauen tendieren zu unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten. Also, und das ist eine der größten Herausforderungen, um mit Männern zu arbeiten. Weil sie denken, dass sie nicht etwas nicht machen können. Und es ist nicht die Fähigkeit, ob sie sich auch gut fühlen, irgendwo hinzugehen. Und das ist Bequemlichkeit eigentlich. Und der Chaos-Mentor hat angefangen mit Mentees. Und last year waren es ca. 50% Frauen. Und die Frauen, die haben meistens geschrieben und haben gesagt, also ich bin immer fasziniert von Computer und Mathe und ich mache gerade meine Doktorarbeit und ich mache Biochemistry, aber gehöre ich dort? Und die denken nicht, dass sie dorthin gehören. Also das ist sie glauben nicht, dass sie dahin gehören, zu diesen Community. Und es gibt auch strukturelle Probleme, die in unserem Gesellschaft sehr stark eingebettet sind, wie Planung, Familienplanung. Sie kümmern sich um die Kinder, die Eltern, wenn sie die Chance haben, wenn sie eine Möglichkeit, eine zweite Chance, weiter in der Karriere zu gehen. Frauen sind vielleicht, sie werden eher zusammengehen mit ihrem Partner irgendwo anders. Und natürlich, es gibt weitere Probleme. Es gibt auch die Stereotypen. Es gibt keine Rollenmodellen. Und ich meine, also jegliche Kultur, nimm irgendeine Referenz zu einem Hacker, es wird wahrscheinlich ein Mann sein. Und es gibt auch noch die Umgebung, natürlich. Wann eine Community oder ein Job oder ein Büro oder eine Gruppe ist hauptsächlich Männer. Diese Gruppe ist, also
es wird meistens nicht wirklich gewollt, böse gegenüber Frauen, aber es kann trotzdem so vorkommen. Und weil das ist einfach eine Majorität, also in Mehrheit. Und deswegen werden wir die Hacker-Ansatz machen und wie können wir diesen Problem lösen. Und ich habe ein paar Lösungen zusammen gesammelt über die letzten Jahre. Und es mag vielleicht ein bisschen vereinfacht klingen, aber scheinbar ist es trotzdem nicht benutzt. Und deswegen hoffe ich, dass sie gefolgt werden. Die erste ist explizit sein und einladend. Also das ist sehr einfach. Aber wenn du eine Konferenz organisierst und wenn du willst, dass Frauen kommen und dass sie ein Teil von der Community sind, warum es nicht sagen? Also man muss es sagen, explizit einladen, damit sie sich willkommen fühlen. Wie die Chaos Mentoren zum Beispiel. Viele Leute, also sie wussten nicht, oh, das ist ein CCC und es gibt ein Ding und dieses Programm ist für Frauen, damit sie auch mitkommen. Und das ist das, weil es gibt diesen Glaubenssatz, dass sie nicht willkommen sind. Und also die Frauen kommen nicht. Also jetzt kommen sie und wissen, dass wir uns darum kümmern, dass wir uns damit befassen. Zweiten ist, also erklären, dass kommunizieren, dass man sich darum kümmert über diesen Dings. Dann kommen weitere Rollenmodelle. Frauen auf die Bühne ist super wichtig und das manipuliert die Geschichte, damit man es zeigt, es gibt tatsächlich Frauenhacker und es ist super. Aber das ist nicht die einzige Sache, um die wir uns kümmern sollen. Frauen in einem Hackerspace ist völlig normal. Wo ist das Problem? Und das ist eigentlich wichtiger fast. Also jedes Mal, dass ihr eine Chance habt, in ihrem Hackerspace da zu repräsentieren, dann ja. Und die Leute werden wahrscheinlich denken, ja, es gibt keine Frauen. Falsch. Und auch über diesen Probleme reden. Das ist, was wir hier machen, aber also sich austauschen mit weiteren Initiativen, die sich damit befassen, auch sprechen mit euren Kollegen, Freunde und mit Frauen reden. Hey, fragen, fühlst du dich angenehm hier oder ist irgendwas stört dich? Es klingt sehr einfach, aber ich wundere mich, hat jemand das schon gemacht? Und einfach zeigen, dass man weiß, dass dieses Problem existiert, ist schon ein Riesenschritt nach vorne. Und natürlich, und darüber reden ist wichtig. Und man auch Plätze für Frauen erstellen, also erzeugen. Es ist schwierig und man diskutiert auch sehr viel drüber. Und es gab auch skeptische Gespräche darüber, ob es sollte es verschiedene Sachen erstellen, aber Frauen können sich vielleicht nicht angenehm fühlen, wenn sie nicht eingeladen werden oder nicht angenehm sind. Und deswegen, wenn ihr in einem Hackerspace seid, also aktiv in der Hackerspace, in eurer Stadt, also einfach organisiert einfach Frauenworkshops. Es werden ganz viele Frauen da sein, die ihr noch nie gesehen habt. Und diese Stelle für, also diese Orte für Frauen müssen nicht physisch sein. Also es ist auch wichtig, wenn sie sich zusammen vernetzen können. Also es gibt Klassen, wo Leute, so viele Frauen da sind. Und die sind trotzdem isoliert, weil sie getrennt voneinander sind. Und deswegen diese Verbindung ist sehr, sehr hilfreich, besonders hilfreich. Und zuletzt, also das Letzte ist, wenn es mehr Frauen in Tech, dann wird noch mehr Frauen in Tech kommen. Und je mehr Frauen da sind, es wird dann schneller und schneller kommen. Und das hilft, und das macht die ganze Szene diverser. Also warum soll uns das überhaupt interessieren? Ich denke, einer der größten Gründe ist Fairness.
Ich meine, wenn niemand programmieren lernen möchte, okay, kann ich auch verstehen. Vielleicht möchte jemand nichts mit Computern haben, das ist auch okay. Aber wenn das jemand möchte, dann sollten da Möglichkeiten sein, das zu tun, so wie wir das alle tun. Und das ist über, da geht es um Fairness. Das Zweite, Unterschiede in Communities. Je breiter wir aufgestellt sind, desto mächtiger sind wir und desto mehr Möglichkeiten haben wir, überhaupt zu agieren. Und eine diversere Perspektive macht uns meistens mehr. Dann können wir einfach Challenges, Herausforderungen besser angehen. Und das Letzte ist Diversität in Technologie. Und unser Leben auf diesem Planeten ist stark von der Technologie abhängig. Und wir sollten vielleicht gucken, dass diese Technologie, die unser und von aller Leben irgendwie verändert, nicht nur von einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung dieses Planeten verwaltet wird. Und wenn wir Technologie benutzen für verschiedene Interessen und Herausforderungen, dann brauchen wir verschiedene Leute mit unterschiedlichen Perspektiven. Nicht, weil Frauen unterschiedlich anders coden, alle Menschen coden anders. Und mit anderen Sets von Aufmerksamkeit und so weiter. Und diese Technologie für verschiedene Gebräuche und Interessen zu benutzen, müssen auch von verschiedenen Menschen gemacht werden. Und dann möchte ich kurz darüber reden, was es für Initiativen gibt. Aber wir haben nur noch begrenzte Zeit. Wie viel Zeit haben wir? Test. I will give this talk 10 minutes in the end. Ich gebe diesem Talk noch 10 Minuten. Hier habe ich drüber geredet, darüber Frauen zusammenzubringen. Gleich weiter zu den Rails Girls. Also Schienenmädchen. Gibt es hier Rails Girls Leute? Yeah. Thank you so much for your work. Applaus für ihre Arbeit. Talk to the Rails Girls. Redet über die Rails Girls. Die wissen schon, was sie machen. Denn die Rails Girls wurden, glaube ich, in Finnland gegründet und sind dann aktiv in Berlin, wo ich lange war. Und wenn du zu viel Geld hast, gib es einfach den Rails Girls und ihr wisst schon, das hat einen großen Einschlag. Und Rails Girls machen Anfänger-Workshops für Ruby on Rails, das Framework. Und sie laden viele Frauen ein, 60 bis 70, die dann zu einem Workshop gehen und die haben irgendwie einen Haufen Mentoren und die können dann selber irgendwas herstellen und das ist ein rechtes, nachhaltiges Modell in Berlin, wo dann an etwas gearbeitet wird und Leute, die ihren ersten Programmierworkshop vor 2 Jahren gemacht haben, haben ihren Arsch abgearbeitet und sie arbeiten jetzt als Entwickler. Und verdienen jetzt 4-mal so viel, wie sie vorher verdient haben. Und es geht nicht um das Einkommen, sondern darüber, dass Frauen in die Technologie kommen und eine andere Perspektive einbringen. Es gibt auch einen interessanten Studiengang auf der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Die haben den ersten Fraueninformatik-Studiengang, was für mich erstmal merkwürdig klang, aber es löst sehr viele Probleme. Und es löst so viele Probleme, dass ich dachte, naja, warum das nicht mit vielen anderen Studiengängen auch anwenden? Zum Beispiel Stunden, die familienfreundlich sind. Aber das nur kurz. Viel wichtiger ist, dass wir hier sind. Und ich glaube, dass wir alle viel Hebel in der Hand haben, Sachen zu ändern in unseren Hackerspacen, in unserer Familie, bei unseren Freunden und so, auch unseren Studiengruppen und Firmen. Und ich denke, von
meiner Forschung, die ich so geführt habe, ist das, was ich gelernt habe, ist, dass alle Herausforderungen, die es gibt, sind so tief verknüpft, dass jede kleine Lösung, jeder kleine Schritt vorwärts viele verschiedene Dinge löst. Und deine kleine Unterstützung wird sehr viel verändern. Und am Ende wird es diese Community diverser machen und mehr Wissen für alle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da wird es eine selbstorganisierte Session drüber geben. Vielen Dank.